hammerkrasse Ankündigung heute zum Thema Karrieremodus-Konzept. Und damit ein herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer ungeplanten Ausgabe, die sich Ankündigung nennt. Warum ungeplant? Ich habe gestern ein Video aufgenommen, das in der Rohaufnahmezeit, ja, also ungeschnitten, 1 Stunde und 20 Minuten geht. In diesem Video, liebe Freunde, habe ich eine Ankündigung gemacht, ja, die ich heute in diesem Video machen werde, die wirklich euch von den Socken hauen wird. Und zum anderen habe ich da auch noch andere Punkte gemacht. Bevor aber wir darauf eingehen, möchte ich gerne OneFootball danken für die Unterstützung dieses Videos. Richtig, richtig lecker von denen. Wenn ihr mal Bock habt, euch die App abzuschnuppern, dann schaut mal Link in der Videobox. Ja, liebe Freunde, ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt heute eine richtig krasse Ankündigung, auf die ihr euch freuen könnt. Ich habe ja auf Twitter und meinen Social Netzwerken und auch schon in den Chat und so weiter immer wieder gesagt, es gibt 12 Teile zum Karrierekonzept plus eine Special-Folge. Diese Special-Folge ist mir aber ehrlich gesagt zu lang gewesen. Die wäre im Schnitt 1 Stunde gegangen, also im Video, das 1 Stunde geht. Mir geht's hier, dass jeder jetzt diese Information absolut mitbekommt. Wirklich, das muss sein. Wir müssen diese krasse, geile Nachricht rausballern an jeden meiner Abonnenten und noch Nicht-Abonnenten. Ich glaube sogar, wenn ich bin so dreist und sage, es ist die beste Nachricht, seitdem ich FIFA News mache. Ich bin bis heute immer noch gehypt und feiere das extrem. Meine VIPs wissen das zum Beispiel schon. Mit denen habe ich ja schon drüber gesprochen. Die haben das auch wie ein Schnitzel gefeiert, liebe Freunde. Und deswegen habe ich dann so lange darauf eingeredet, dass die Aufnahme gestern zu lang ging. Und ich jetzt doch hier nur ein Ankündigungsvideo mache. Und es kommt nochmal eine Folge. Die kommt relativ schnell. Ja, die ist schon aufgenommen und so weiter. Die hat dann das, was auch noch kommen sollte, ja, in Bezug auf Spezialfolge. Und zwar neue Punkte und braucht eure Meinung. Und zwar habe ich natürlich auf euch, wie immer ich schon so bin, gehört, euer Feedback und habe gewisse Sachen, die ich euch schon in Teil 1 bis 12 gezeigt habe, nochmal umdesignt auf euer Feedback und auf Verbesserungswünsche. Und diese möchte ich gerne nochmal präsentieren und eure Meinung nochmal zuhören. Plus, ich habe mir eine Idee überlegt, ja, wie kann man zum Beispiel den Karrieremodus für EA attraktiv machen in Bezug auf FIFA Points. Es ist absolut wichtig, dass ihr das anschaut und eure Meinung gibt. Das werdet ihr aber erst nachvollziehen, wenn ihr dieses Video hier zu Ende gesehen habt, ja? Weil wir haben heute, wie ihr seht, eine richtig krasse Ankündigung. Wenn ihr Teil 1 bis 12 noch nicht gesehen habt, bitte ich euch einfach drum, einfach mal drauf zu klicken. Teil 1 fängt hier oben beim Infokasten an. Alle Teile sind in der Videobeschreibung. Wir kommen also jetzt zu einem richtig spannenden Punkt, liebe Freunde, nämlich viele haben geschrieben, arbeite bitte für EA. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, das ist so unfassbar lieb von euch. Ich habe noch nie so ein leckeres Kompliment bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber auch zugleich erwähnen, dass ich im Bereich Karrieremodus oder Arbeiten für EA absolut der Falsche bin. Also ich sag mal so, klar bin ich kreativ, klar habe ich mir Ideen überlegt in Bezug auf den Karrieremodus und ja, es ist kein Geheimnis, ich habe auch Ideen, Anführungszeichen, geklaut vom alten EA-Fußballmanager. Warum auch nicht? Ich finde die Ideen ja auch geil, die muss man ja nicht neu erfinden, ja. Und da ich dann auch irgendwo im Zeitdruck war, 5 Tage habe ich schon dran gearbeitet an dem Konzept, habe ich gesagt, komm Dico, du programmierst jetzt nicht nochmal Infrastruktur alle selber, also designst nicht, mach einfach Copy-Paste vom Fußballmanager, vom alten und bastel ein bisschen was um, ja. Deswegen gibt es ein paar, die den alten Fußballmanager noch kennen und gemerkt haben, der klaut ja nur, weil ich irgendwo auch dann sage, hey, ich kann jetzt nicht alles safe selbst machen. Ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, dass vom Fußballmanager was übernommen ist, weil dadurch kannst du EA ja auch irgendwie sagen, guck mal, ihr habt das doch schon mal gehabt. Und ich bin mir sicher, dass, ich glaube, Bright Future hießen die, die damals für EA den Fußballmanager produziert haben. Ich bin mir sicher, als die sich aufgelöst haben, und ich glaube, die gibt es sogar noch nur, die Produktion zum Fußballmanager wurde eingestellt. Ich bin mir sicher, dass das alles archiviert ist. Ich glaube nicht, dass man überall deinstallieren und löschen gedrückt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.
dass EA sowas macht oder dass an sich ein Unternehmen das macht, dass ein Produkt eingestellt wird, aber man alles auch wegschmeißt. Bin mir sicher, im Keller stehen da die Sachen noch. Deswegen finde ich es auch ganz gut, Fußballmanager-Sachen drin zu haben und auch zu sagen, hey, guck mal hier, das hattet ihr doch schon mal, ne? So, ja, als Beispiel. Aber wie gesagt, ich bin hier der falsche Ansprechpartner zu sagen, arbeite bitte für EA oder kannst du nicht eine Firma gründen und selber ein Spiel bauen? Also ganz ehrlich, bei mir ist ja schon Ende im Gelände im Wissen, wie man überhaupt ein Spiel programmiert. Ganz ehrlich, ich kann mir ja nicht mal die Fußballschuhe von irgendeinem Spieler vom HSV leisten, was die Lizenz angeht. Ja, also wisst ihr, wie teuer wie so Lizenzen sind? Also das ist natürlich ja Bullshit, ne? Was ich aber ganz, ganz gerne natürlich machen würde, wenn EA mich anruft, Nummer und so weiter, haben sie ja, wir sind ja im Kontakt, würden sagen, Dico, wir finden es toll, dass ein EA Game Changer nicht nur einfach mal einen kurzen Feedback gibt, sondern der setzt sich da 5 Tage hin und hat sich sogar wirklich Gedanken gemacht, das finden wir großes Kino, wir laden dich gerne mal nach Kanada ein, dass du mal intern ein bisschen sehen kannst, wie wir den Karrieremodus entwickeln und kannst gerne bei einer Konferenz gerne mal mit uns über den Karrieremodus schnacken und uns beraten, wie denn die Community da und da die Sachen sieht. Gerne. Bin ich sofort dabei, auch wenn mein Englisch leider nicht so geil ist, da kommen wir gleich noch zu. Würde ich aber machen. Da bin ich dann vielleicht der Richtige, aber mich jetzt da jetzt zu sagen, hey, hey, stellt mich ein und ich programmiere jetzt für die in Karrieremodus, da bin ich ja falsch, da habe ich ja gar keine Ausbildung für. Aber ich kann euch sagen, ich arbeite mit EA. Ist doch auch schon mal eine schöne Sache, oder? Und das passt halt jetzt auch zu dem Punkt, weil ich es gerade schon erwähnt habe, EA Game Changers. Jetzt kommen wir zu dieser echt coolen Ankündigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele, viele haben ja schon bei Teil 8 und Teil 9 geschrieben, kannst du das nicht EA senden? Kannst du das denn nicht EA zeigen? Und so weiter und so weiter. Und ich immer so, ja, musste mich noch so ein bisschen zurückhalten, ehrlich gesagt, weil ich ja erstmal diese Miniserie durchlaufen lassen wollte, bevor ich euch dann diese Ankündigung hier mitteile. Nochmal so für euch zum Wissen, ich habe an diesem Projekt 5 Werktage, na Werktage Schwachsinn, weil ein YouTuber hat immer Werktage, es gibt kein Wochenende. Ich habe 5 Tage dran gearbeitet, nur am Design, habe dann noch insgesamt einen ganzen Tag die Videos aufgenommen, dann habe ich 2 Tage zusammengerechnet, den Schnitt gemacht, dann habe ich jetzt noch 9 Tage die Korrekturen gemacht und pipapo. Also es ist einiges an Arbeit reingeflossen in das Ganze. Dann habe ich Teil 1 veröffentlicht, der super toll lief. Vielen Dank dafür für 75.000 Klicks. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein neuer Rekord für ein Video, das über 20 Minuten geht, hat noch nie so viele Klicks gemacht. Ich dachte ja schon, scheiße, das Video geht so lange. Für die harte Arbeit habe ich am Ende dann nur so 5.000 Klicks. Das ist natürlich wirtschaftlich betrachtet total sinnlos, so viel Energie da reinzustecken. Ihr müsst wissen, so denken halt auch YouTuber. Ist halt leider so. Wir müssen leider, heutzutage ist ein YouTuber so extrem unter Druck, dass er leider genau wie ProSieben RTL so arbeiten muss mit dem Thema Einschaltquoten. Er muss leider. Ja, weil ProSieben und RTL und so weiter machen ja auch nur Serien oder Shows, wo sie wissen, einschaltquotentechnisch läuft's, weil dann kriegen sie Werbeeinnahmen. Und so läuft es halt beim YouTuber auch. Früher war das nicht so streng, früher war das gar nicht so ein großer Druck, muss ich sagen. Heute ist es ein extremer Druck geworden. Also für mich zumindest. Und ich glaube, bei Kollegen kann man das auch merken, wenn ich mit denen rede, dass es bei denen so ähnlich ist. Vielen Dank für diese 75.000 Klicks. Umso trauriger ist natürlich, dass dann am Ende die letzten Folgen dann nicht mehr so ankamen, weil ich finde, besonders Bereich privat schon eine coole Sache, wo ich mir noch ein paar Sachen überlegt habe nach eurem Feedback. Ich habe euch jetzt so ein bisschen auf die Folter gespannt, ehrlich gesagt. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass dann Teil 3 online kam und danach bekomme ich plötzlich eine E-Mail vom EA deutschen Community Manager und der schreibt, hey Dico, ich sehe ja, du bist ja als EA Game Changer noch gar nicht bei Discord am Start. Ich so, ja, vielleicht wäre es für dich ganz spannend, da mitzumachen, weil du ja auch so ein Karrierekonzept und so weiter machst. Ich so, ja, erstmal kann man sagen, EA hat was gesehen vom Karrierekonzept, liebe Freunde. So viel kann man jetzt schon mal sagen, ja? Jetzt kommt aber das ganz Spannende an dem Ganzen, liebe Freunde. Denn natürlich habe ich gesagt, ja gerne bin ich da dabei. Ich möchte jetzt aber vorab, bevor ich jetzt weiter erzähle, eine Sache sagen, dass natürlich mir von EA aus auch ganz klar signalisiert wurde, dass ich natürlich eine Verhaltensrichtlinie einzuhalten habe. Da ich das Vertrauen von EA nicht missbrauchen möchte, werde ich auch dies respektieren und auch mich dran halten. Und diese Richtlinie ist ganz simpel. Das, was dort bei Discord passiert, bitte nicht an die Öffentlichkeit bringen. Und das mache ich auch.
Ich werde euch jetzt mal kurz erzählen, um was es sich da handelt. Das ist, glaube ich, okay, dass ich das sage. Aber ich werde euch nicht sagen, was genau inhaltlich da stattfindet. Ja? Weil mir ist es einfach unfassbar wichtig, dass sie merkt, dass mir das viel bedeutet, dass sie mir dieses Vertrauen geben. Und ich finde es einfach dumm, wenn man dann irgendwie wegen Klicks irgendwas heimlich leakt oder sonst irgendwas, nur um irgendwie Kohle und Aufmerksamkeit zu machen. Am Ende habe ich weniger davon. Ich habe am Ende viel, 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 viel mehr davon, wenn EA merkt, ey, seit Jahren ist dieser FIFA-News-Content-Creator oder FIFA-Content-Creator sachlich, ehrlich und vertrauenswürdig, mit dem wollen wir mehr zusammenarbeiten. Ja, ganz ehrlich, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber trotzdem werde ich euch jetzt mal einen Einblick geben. Und zwar hat EA bei Discord einen eigenen Server, also nicht EA, das ganze Unternehmen, sondern, also haben die bestimmt auch, aber ich bin jetzt bei dem EA Sports FIFA Discord Server, wo es nur um FIFA geht. Da wird natürlich nur Englisch gesprochen, wie gesagt, Englisch kommen wir gleich noch zu, aber das Geniale ist, da sind, ich glaube, ich kann das sagen, alle oder fast alle EA Game Changers am Start. Zumindest einige auch bekannte Gesichter. Chewboy zum Beispiel kennen viele von euch. Castro oder auch andere sind da am Start. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Auch deutsche andere sind da am Start. Und da wird eben im Bereich Feedback in gewissen Kategorien Gameplay, Food und so weiter eben Feedback ausgetauscht. Ich glaube, so kann ich das sagen, ohne zu viel zu verraten, in dem einen Punkt, und das ist halt sehr interessant und ich finde es auch ganz cool, weil diese Leute sind nicht so herabwürdigend. Ja, viele sind ja bei Twitter immer so, AIDS und ihr seid scheiße und ihr hört nicht auf uns und ach, Beschimpfungen von oben bis nach unten ist ja bei Twitter. Deswegen ist es auch EA so schwer, irgendwie die Community ernst zu nehmen, weil die Community sich gar nicht ernst verhält. Umso besser sind diese EA Game Changers, die einfach sachlich konstruktive Kritik rausballern und einfach mit denen auch zu sprechen ist. Ja, es gibt ja Leute da draußen, mit denen kannst du ja gar nicht reden. Die meckern und dann sagst du, okay, lass mich doch mal und lassen einen gar nicht aussprechen. Und das finde ich halt ganz cool bei diesem Discord-Server, weil eben alle hier sich sachlich verhalten, menschlich und sich normal über Probleme oder Nicht-Probleme positiv, negativ aussprechen. Jetzt sagt ihr, ja toll, Dico, was bringt mir jetzt diese Informationen, Karrieremodus, Konzept, willst du jetzt dem Chewboy vorstellen oder was bringt dir denn das? Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass in diesem Server auch die Producer teilweise, ich weiß nicht, ob jetzt alle da am Start sind, das glaube ich nicht, aber es sind gewisse Producer von Kanada, von dem Ort, wo das Spiel erstellt wird, sind da mit drin. Du kannst mit denen reden. Ja? Und es sind auch die EA Community Manager aus Kanada, also die noch größeren. Nichts gegen die Deutschen, das sind ja meine Ansprechpartner so an sich. Die sind auch toll, wirklich echt nette Menschen und so weiter. Aber da, die haben noch eine höhere Position, eine wichtige Position, weil die sind direkt dort, ja. Die sind da auch drin, du kannst mit denen also schnacken. So, um jetzt wie gesagt nicht zu viel zu verraten vom Inhalt, kann ich euch eine Geschichte erzählen. Vor 2 Wochen wurde auf einem Tab angekündigt, dass es demnächst einen Sprachchannel geben wird, ja. Und dieser Sprachchannel, der war dann Mittwoch, 17 Uhr und so, pipapo, da kann dann jeder, der sich vorher angekündigt hat, gerne reinkommen. Und dann wird gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich debattiert wird oder so, ich glaube jetzt mal nicht, aber da sind auch dann Producer von dem Spiel drin oder Manager, also Community Manager drin und dann sind da, dann sprichst du plötzlich so mit Chewboy und mit anderen, ich weiß nicht, warum ich immer ihn sage, weil mir gerade irgendwie kein anderer einfällt. Ich habe ihn halt kennengelernt bei der Gamescom und fand ihn sau nett. Ich glaube, da waren so 15, 20 EA Game Changer drin, vielleicht ein bisschen weniger, weil dann noch die Producer oder so dabei waren, ja. Und die haben sich dann ausgetauscht. Ich muss zugeben, ich war jetzt nicht drin. Ich verstehe Englisch beim langsamen Reden sehr, sehr gut. Sprechen, bei mir schließt das Gehirn und sagt dann zu. Ich bin zu, ich kann dir keine Wörter geben. Das ist total anstrengend, ehrlich gesagt. Und dann bin ich nur noch am Stottern und suchen im Gehirn. Wie heißt das Wort nochmal? Das ist halt, wenn man wenig spricht, ne? Man muss mehr sprechen, ganz ehrlich. Deswegen war ich jetzt da nicht am Start. Aber ich habe es halt beobachtet. Und das fand ich halt ganz toll. Und viele sagen ja immer, EA würde nie auf einen hören und die machen, was sie wollen und so weiter. Stimmt überhaupt gar nicht. Ich will jetzt EA gar nicht so einen Schutz nehmen,
aber das war schon relativ beeindruckend, oder das ist eigentlich relativ beeindruckend. Und was ich euch jetzt mit dieser ganzen Ankündigung sagen möchte, ist eigentlich folgendermaßen. Wir werden gemeinsam auf diesem Kanal das Karrierekonzept weiter ausbauen, bis wir mit der Mehrheit zufrieden sind, sagen, ja, das ist ein realistisch umsetzbarer Modus, der logischerweise natürlich nicht zu FIFA 20 kommt, obwohl er den Titel trägt, FIFA 20 Karrieremodus-Konzept, ist natürlich Schwachsinn. Wir können nicht heute EA was sagen, so und so soll es laufen und dann erwarten wir, dass es innerhalb von 3 Monaten programmiert wird. Das ist Bullshit. Ich glaube, sowas geht einfach gar nicht. Aber wir können jetzt was bewegen und vielleicht Daumen drücken und hoffen, dass EA dann vielleicht sogar ein Thema aufgreift oder alles aufgreift, das bezweifle ich, aber etwas aufgreift und sagt, komm, lass uns an der Konferenz mal das besprechen und vielleicht bauen wir das zu FIFA 21, 22, falls nicht intern schon irgendwie was an einem Karrieremodus gearbeitet wird, weil was natürlich beim Discord-Server ganz klar ist, natürlich wird EA da nicht sagen, übrigens, bei FIFA 20 haben wir da jetzt FIFA Street drin, das machen die natürlich nicht und das ist auch nachvollziehbar. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Dico, du weißt jetzt also, wie FIFA 20 ist? Nein, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es dort auch eine Abteilung oder ein Tab, der nennt sich FIFA 20 Vorschläge. Und da möchte ich gerne, wenn wir zufrieden sind mit dem Konzept und sagen, ja, das ist realistisch umzusetzen, möchte ich gerne das dort posten. Aber wie machen wir das Ganze? Und zwar so, ich werde die Bilder umdesignen auf Englisch, ich werde einen deutschen Text dazu schreiben, ja, in Kurzfassung, nicht in 20 Minuten Geplauder, sondern wirklich in Kurzfassung, was ich mir in diesem Bereich so vorstelle und was man da so machen kann. Und Übersetzer, die bei mir in meinem Discord-Server sind, übersetzen dann das auf Englisch. Ich bin jetzt halt wirklich gesagt, ich habe leider das Ding, dass ich auch meiner Schule keinen guten Englischunterricht genießen durfte. Ich finde die Sprache unglaublich cool, muss ich sagen. Ich finde sie fast schon besser als Deutsch. Aber ich kann sie halt einfach nicht. Und deswegen suche ich Übersetzer. Wenn du also gut Englisch kannst, sagst, ich habe ein bisschen Zeit. 5 bis 10 Leute suche ich dann Hashtag Übersetzer mal in die Kommentare. Dann kommst du in meinen Discord-Server, in die Abteilung Übersetzer. Und ihr könnt euch dann beschnacken, was für Themen ihr macht. Und dann übersetzen wir dieses komplette Konzept in einer PDF, in einer richtigen Präsentation, die wir vielleicht dann sogar auch noch online stellen, dass jeder sie runterladen kann, eventuell. Und posten sie, obwohl PDF geht, glaube ich, bei Discord nicht, Bilder posten wir dann in dem Bereich FIFA 20 Vorschläge. Das heißt also, ob jetzt da was passiert, ob EA das Ganze ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, das kann ich euch nicht garantieren und kann ich euch auch nicht versprechen. Aber ich kann euch eins sagen, was definitiv passiert ist, dass gewisse YouTuber oder Content Creator oder EA Game Changer, die ihr vielleicht sogar kennt, ja, die sogar 5-fach so groß sind wie ich, kurz mal ein Auge drauf werfen und vielleicht sogar was posten oder vielleicht sogar runterschnattern, ey, wie geil ist denn die Idee? Und vielleicht kommt auch ein Producer und sagt, ey, die Idee da finden wir geil und die finden wir auch geil. Oder vielleicht sagen sie auch gar nichts, aber nur intern sagen sie was. Fakt ist nur, egal was passiert, wir als Dico Army, als FIFA News Army haben was bewegt. Ich fühle mich als EA Game Changer beauftragt, auch ein bisschen was zu tun, wie wenn jetzt die Kinder freitags rausrennen und eben für den Klimawandel was tun, tun wir gemeinsam was für die FIFA-Community. Ich habe 4 Jahre Erfahrung, was sich die Karriere-Community und was sich an sich die komplette FIFA-Community wirklich wünscht in so einem Spiel und habe das alles mit eingebaut. Also wer mich jetzt 3 Jahre guckt und wer die Verbesserungswünsche-Formate immer jedes Jahr guckt, der wird merken, ich habe Sachen eingebaut, die jetzt in den letzten Jahren in den Top 10, Top 15 der Verbesserungswünsche immer mit drin waren. Ja? Und das ist einfach der Punkt, den ich damit eingebaut habe. Und wer weiß, ne? Und ich finde einfach, wir als EA Game Changer sollten nicht nur einfach mal sagen, ey, der Event ist geil, der ist scheiße oder Gameplay braucht Patch oder so, sondern ich finde, wir sollten uns noch mehr da involvieren. Und ich glaube, dass EA das sogar begrüßen würde, dass wir da so ein bisschen was machen. Deswegen, liebe Leute, hier zum Thema, arbeite bitte für EA. Ich arbeite nicht für EA, ich arbeite mit EA. Ich finde, das ist eine großartige Chance für uns, da irgendwie was zu ritzen, da irgendwie was zu machen. Deswegen möchte ich einmal nochmal ein Thema erwähnen, das ich ungern in Zukunft erwähnen möchte. Ich möchte mich auch mal vorab dafür entschuldigen, dass ich da eine sehr komische Einstellung zu habe. Ich weiß auch nicht warum und ich weiß, dass auch ihr das nicht so gerne hören möchtet. Aber viele, die mich länger schauen, wissen es vielleicht schon. Vielleicht bist du jetzt hier ein neuer Zuschauer, deswegen sage ich es jetzt zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Dieser Kanal ist ein wunderbarer Kanal mit wunderbaren, tollen Leuten, aber auch meistens immer nur ab Mai.
Also bis auf meine VIPs und Standard-Zuschauer, das sind jetzt maximal 3000 Leute. Aber wir sind ein Kanal von 75.000 Leute. Meine Live-Zuschauer sind aktuell nur 100 Leute. Das sind die, die mir wirklich immer treu sind. Vielen Dank. Aber es gibt ja eine große Zahl, die halt mich abonnieren wegen FIFA-News, was auch akzeptabel und verständnisvoll ist. Aber es gibt auch noch eine andere Zielgruppe und das ist die Zielgruppe Ich komme und gehe. Und das ist die, die kommen im Mai, schnorren sich die FIFA-News ab und gehen dann wieder. Es ist ja auch irgendwie im Prinzip nachvollziehbar und auch gar nicht zu kritisieren. Ich möchte einfach nur nochmal sagen, deswegen habe ich den Satz hier reingeschrieben, durch Größe gemeinsam mehr erreichen. Was will ich damit sagen? Wenn wir einen großen Kanal hier gemeinsam aufbauen, die Deco Army gemeinsam aufbauen und wir sind jetzt FIFA-YouTuber als Beispiel, die 500.000 Abonnenten zusammen haben, dann können wir mit so einem Karrierekonzept bei EA viel, viel mehr erreichen, wie mit der Größe, die wir aktuell haben. Ja, wir können was posten bei Twitter und das wird viel, viel krasser gehört und retweetet von anderen Kollegen als jetzt aktuell. Deswegen, wenn ihr also schon länger mich schaut, aber immer boykottiert, ich will nicht abonnieren, weil ich will nur News und anders finde ich bei dem Scheiße. Ich will nur sagen, die Abonnenten und die Klickzahlen, die definieren die Möglichkeiten, die ich habe. Nicht, ob ihr euch das jetzt toll oder schlecht findet oder sonst irgendwas. Auch die Dislikes und Likes, könnt ihr so viel klicken, wie ihr wollt. Die bringen eigentlich schon ein bisschen was, aber nicht den Hauptaugenmerk. Deswegen würde ich mich freuen, dass wir es diesem Jahr wirklich schaffen, zusammen diesen Kanal zu den 100.000 Abonnenten zu machen und auch größer, weil wir gemeinsam was bewegen können. Ihr mögt es vielleicht nicht hören, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber wir können gemeinsam was bewegen. Umso größer, desto mehr erreichen wir. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lassen würdet. Es ist natürlich euch überlassen, gar kein Thema. Ich möchte nur einfach mein Augenmerk drauf legen, weil ich eben immer dieses Problem habe, dass ich im Sommer alles super geil läuft und auch ich viele, viele Anfragen bekomme und EA ja auch auf mich dadurch aufmerksam geworden ist, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder. Und ihr merkt, es läuft. YouTube zum Beispiel hat meinen Kanal und meine Videos komplett runtergeradet, hat mich nirgendwo mehr angezeigt, weil ich einfach so viel Verluste gemacht habe. Da ist natürlich ein großer Schaden entstanden und dadurch kommen auch keine Sponsorings, dadurch merkt auch EA, dadurch habe ich im Winter auch kaum Aufträge von EAs Seite aus oder von anderen EA-Seiten aus bekommen, wie ich euch wirklich leckere Sachen anbieten kann, weil einfach der Kanal für diese Bereiche unattraktiv geworden ist. Lass uns also gemeinsam diesen Kanal attraktiv halten nach dem Sommer, nach dem Release von FIFA 20 und gemeinsam eine so geile Community aufbauen, dass wir Sachen wie den Karrieremodus-Konzept, etablieren können und Aufmerksamkeit erreichen können. Dann können wir nämlich nächstes Jahr rein natürlich auch ein Spielerkarrierekonzept machen oder was auch immer, wenn EA nichts bringen sollte, können wir was machen und ich bin ja auch nicht von heute auf morgen, solange ich keinen Scheiß baue, nicht aus diesem Discord-Server raus. Das heißt, ich kann auch nächstes Jahr eure Wünsche besser vertreten und kann mehr machen. Deswegen habe ich auch diesen Trailer veröffentlicht in Bezug auf Verbesserungswünsche, auf die Wunschwoche. Zum ersten Mal werden diese Verbesserungswünsche EA überreicht. Damit ist gemeint, dass wir natürlich wieder die Verbesserungswünsche machen und die Top 15 werden auch wieder mit diesem Team, das ich suche, übersetzt auf Englisch und werden dort gepostet und sagen, guck mal, auf Platz 1 haben absolut so und so viele Menschen gesagt, möchten gerne Schiri-Modus, wie ich wieder in letzter Zeit so oft lese. Die haben einfach Bock drauf. Natürlich wird das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie so ein Karrieremodus-Konzept, aber trotzdem haben wir dann mal einen richtigen guten Zyklus. Ein Zyklus von Wunschwoche, ihr ballert eure Wünsche raus, wir haben ein Ranking und dieses Ranking wird auch noch FIFA bzw. EA mitgeteilt. Das ist eine richtig tolle Chance, die wir hier haben und diese Chance sollten wir ergreifen. Es gibt viele deutsche große YouTuber, die auch mal über Twitter ein bisschen meckern oder nicht meckern, aber meiner Meinung nach als EA Game Changer viel zu wenig in Bewegung setzen und so Sachen wie ein Karrierekonzept machen, weil sie einfach auf ihre Art und Weise eben ihre Sachen machen, möchte ich nichts kritisieren, aber ich möchte die Chance eher ergreifen und mit oder für EA, kann man auch schon fast schon sagen, arbeiten. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Danke an OneFootball für die Unterstützung. Und ich bin gespannt, ob ihr Bock habt auf mehr und wie ihr dieses Ganze hier findet. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.